Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims 4 und heute haben wir natürlich auch wieder große Pläne hier in unserer WG. Wir werden die beiden Hübschen hier vorne, Jeb, Vanessa und Ricky Bobby, zu jungen Erwachsenen machen, denn es sieht so aus, Teenager können keine Babys bekommen. Das bedeutet also, wenn ich Babys haben wollen würde, dann müsste ich eine Mod installieren und ich habe jetzt schon sehr viele Fehler, wie alle wissen. Meine männlichen Sims hier, die können keine Jobs annehmen, die funktionieren nicht richtig. Wenn ich jetzt noch irgendeine Mod nehme, kann es sein, dass ich noch mehr Fehler bekomme und darauf habe ich keine Lust. Deswegen müssen die beiden hier zu jungen Erwachsenen werden. Und das Ganze machen wir so. Wir werden einen Kuchen backen, genauer gesagt Miguel wird einen Kuchen backen. Da werden wir ein paar Kerzen draufstecken. Und dann muss einer von den beiden den Kuchen auspusten und schon werden sie hier eine Stufe älter. Genauso wird das gemacht und Vanessa jubelt hier ein wenig Kies zu, der hier schön am Plänkeln ist. Und bald wieder hier eine Stufe weiter. Mann, wir sehen aus wie ein Rockstar. Die langen Haare, die Muskeln. Wir sind schon wirklich verdammt cool. Aber wir haben keine Bindung zu Vanessa. Im Grunde kennen wir sie gar nicht, oder? Was haben wir hier drüben? Ansehen. Wieso willst du sowas ansehen? Redet über Sport, genau, über Ernährung und Sport. Okay, die muss, soweit ich weiß, heute in die Schule gehen. Was ist denn das hier? Ah, okay, ich dachte eben gerade, der Balken wäre schwarz. Denn sowas habe ich noch nie gesehen. Wow! Wow! Meine Pflanze hier draußen, die Kuhpflanze. Meine Güte, sie ist gewachsen. Heilige Scheiße, ist die groß. Gary, füttern. Okay, Gary, geh mal hin. Aber sei vorsichtig, denn wenn die einmal zuschnappt, dann ist deine Hand weg. Die sieht ja wirklich verdammt cool aus. Hier, sie muss zur Schule gehen. Sie könnte aber hier drüben noch irgendwas essen. Yo, und Ricky, du müsstest doch auch zur Schule gehen. Auch noch ganz schnell hier duschen gehen. Jetzt bin ich gespannt. Meine Güte, Gary, lass dich doch nicht immer so schleifen. Du alter Mann, du. Was hat er hier? Was ist das? Seine Brieftasche? Können wir eine Bindung zu der Pflanze aufbauen? Können wir Freunde werden? Ah, die Pflanze ist nirgendwo hier drin, oder? Nee. Ricky Bobby? Ricky Bobby, den hat er sogar zweimal drin aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, warum. So, wir haben sie gefüttert, jetzt streicheln wir sie und wir können sogar eine Probe nehmen. Die Euter müssen prall gefüllt sein. Naja, der Euter hier sieht nicht so gut aus. Ich habe ein bisschen Angst, denn ich weiß, die hier können zuschnappen und das ist absolut tödlich. Leveln wir hier irgendwas? Also bis jetzt sehe ich hier nichts. Garten vielleicht irgendwie, 80%. Nochmal füttern. Nee, die Gartenfähigkeit bleibt gleich. Na, willst du das haben? Willst du das haben? Nein? Na gut, dann eben nicht. Tja, zu spät. Nee, die Gartenfähigkeit bleibt gleich. Und die Kinder, die müssen eigentlich zur Schule. Also hau mal hier die Sachen weg und Gary könnte mal ein wenig ins Weltall gehen oder das Ganze hier noch ein wenig verbessern. Guck mal, hier war er noch gar nicht fertig. Dann gehst du mal hier drüben hin, Vanessa geht zur Schule und sobald die beiden wieder hier sind, werden wir mal den Geburtstag planen. Obwohl es ja kein richtiger ist. Ich denke, eine Party werde ich diesmal nicht schmeißen. Das ist mir ein bisschen zu viel Arbeit. Jetzt wieder eine Party, wieder die Leute einladen, der ganze Stress dahinter. Wir alle wissen ja, das kostet Nerven, das kostet Zeit. Und das Zimmer hier, das muss auch auf jeden Fall umdekoriert werden. Denn es sieht ja so aus, dass die beiden dann hier zusammen in dem Zimmer schlafen werden. Und wenn die beiden jetzt hier zu jungen Erwachsenen werden, muss natürlich das Ganze ein wenig anders aussehen. Filmtag! Der schönste Tag in der Schule ist immer der Filmtag, kann ich bestätigen. Filmtage sind immer super. Ja, Ricky. Schau mal zu. Wird dir gut tun. So, die Verbesserung ist fertig. Und der alte Mann ist eigentlich auch relativ fit. Was haben wir hier? Den Manöverantrieb?
Ionenkanonenabwehrsystem. Das klingt gut. Ionenkanonenabwehrsystem. Das klingt richtig, richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass wir angegriffen werden können. Neuer Fernseher, haben viele geschrieben. Vielleicht eine gute Idee. Aber ich mag den so sehr. Ich finde den irgendwie besonders. Okay, gehen wir mal rein. Neuer Fernseher. Aber dann würde ich auch hier eine neue Ablage hinstellen. Also, neuer Fernseher. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Büro. Wohnzimmer. Was haben wir hier so? Ich brauche natürlich auch einen Fernsehtisch. Und zwar einen guten. Vielleicht der hier. Obwohl, der passt hier irgendwie... zur Couch passt der nicht so. Dann bräuchte ich ja auch eine neue Couch. Das wäre dann die hier. Versuchen wir es mal. Heißen die Dinger eigentlich Sofa? Heißen die Sofa? Ja, die sieht eigentlich ganz cool aus. Dann hauen wir die hier mal weg. Machen die mal hier drüben hin. Ist auch ein bisschen größer, oder? Okay, wir machen es mal hier hin, aber eine andere Farbe hätte ich gerne. Was haben wir hier so? Schwarz ist viel zu dunkel. Wenn, dann sowas hier in die Richtung. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wir nehmen mal das hier und hier drüben. Schwierig. Die Farben sind immer am schwierigsten. Wir machen es mal so. Fernseher. Und hier nehmen wir natürlich den besten, den wir kriegen können. Das wäre dann der hier. Boah, das ist aber auch ein Riesenbrocken. Was für ein verflucht großer Fernseher. Ich mochte das alte irgendwie lieber. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nochmal hier zum Wohnzimmer gehen. Ich weiß nicht, so ein Wohnzimmer muss gemütlich aussehen. Das sieht irgendwie so modern und kalt aus. Was haben wir denn hier für Tische? Wie würde denn so einer hier drin wirken? Ich weiß nicht. Den finde ich eigentlich auch ganz gut. Mal einen neuen Tisch. Mal den hier ins Inventar schieben. So. Der kommt dann hier hin. Hier hin. Dich wieder weg. Ich will mein altes wieder. Der Mega-2-Sitzer, der ist irgendwie auch ganz cool. Aber ein bisschen zu klein. Zwei Sitze ist ein bisschen zu wenig dafür, dass wir hier so eine große WG haben. Nee, komm. Und mal weg hier. So. Ich glaube, sowas kommt irgendwie doch cooler. Wir bleiben bei dem hier. Und die Farbe gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und hier müssen wir irgendwas Passenderes nehmen. So. Nee, das ist eigentlich auch ganz gut, denn wenn ich hier alles zu einheitlich mache, dann sieht es auch ein bisschen langweilig aus. So, dich. Dich können wir eigentlich im Grunde so lassen. Denn ich glaube, wir haben keine anderen zur Auswahl. Da ist ziemlich wenig los. Fernseh. Ständer. Ich habe Ständer gesagt. Ihr habt es alle gehört. Nee, da ist irgendwie, ich weiß nicht. Das gefällt mir alles nicht so. Das sagt mir irgendwie alles nicht so zu. Ich bin nicht so wirklich zufrieden mit der Fernsehecke. Vielleicht auch hier mal einen anderen Teppich. Das Ding sieht ja auch nicht so pralle aus. Teppich! Was haben wir hier so? Die gefallen mir alle nicht. Der hier würde noch gehen. Der ist riesig. Ich bin ja auch kein Fan von Teppich, denn... Oh, alle immer so groß. Denn die Dinger musst du saugen und wenn da irgendwie mal was drauf fällt, nehmen wir mal ein Glas Cola, schüttest du drüber, dann kannst du da irgendwie ewig dran rumschrubben und man sieht die Flecken und die werden langsam dunkler, die Teppiche oder irgendwie die
Druckstellen sieht man. Ich weiß nicht, ich finde sowas einfach nicht schön. Ich finde sowas einfach nicht schön, deswegen lassen wir es. Ich würde sowas auch im echten Leben nie verwenden. Ich finde sowas total unpraktisch. Ich meine, heutzutage gibt es ja auch keine Mietwohnungen mehr, neue Mietwohnungen, wo noch ein Teppich drin ist. Wer macht denn sowas? Ja, in einem Kinderzimmer kann man es noch irgendwie machen, wenn sie klein sind, aber das Ding wieder rausreißen und dann irgendwie Laminat und sowas, das ist ein Haufen Arbeit. Laminat verlegen, easy. Das kann wirklich jeder, aber den Teppich wieder rausreißen, die Dinger sind so zäh, besonders wenn sie mal 10 Jahre verlegt waren, sehr unangenehm. Deswegen werden wir auch dieses Zimmer hier ein wenig umdekorieren. Da kommt ein neuer Boden rein. Teppich ist langsam out. Das Kind ist erwachsen. Haben wir denn irgendwas anderes? Weil die Fliesen, die finde ich zu kalt für ein Schlafzimmer. Das ist eher so billige Küche. Im Grunde kann man hier nur Holz nehmen. Ich meine, man hat keine andere Wahl. Wie sieht denn sowas aus? Ach Gott, das geht ja gar nicht. Das sieht ja aus, als würde sie in der Pinnwand wohnen. Haben wir hier eine andere Farbe? Das ist viel zu knallig. Das ist viel zu knallig. Sowas hier. Wenn dann irgendwie sowas Helles. Ja, sowas Helles finde ich eigentlich ganz gut. Die Wände können wir so lassen. Finde ich eigentlich auch sehr schön und neutral. Dann das Bett muss natürlich weg. Können wir so nicht behalten. Ist zu klein. Brauchen wir irgendwas Größeres. Ich fand den Stil eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich ganz gerne dieses Bett hier nochmal verwenden. Obwohl, wir haben hier drüben schon so eine Variante. Was haben wir hier für eins? So ein Ding. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Wir könnten aber auch sowas nehmen. Obwohl, das ist ein bisschen zu altbacken für Kinder. Dann hier nochmal ein bisschen offener. Finde ich aber eigentlich auch nicht gut. Oder das hier in einer anderen Farbe. Halt so. Da ist der Spiegel im Weg. Der Spiegel muss weg. Wir hauen ihn jetzt mal schwupps hier drüben an die Wand. So. Du hier kommst auch weg. Und das Bett können wir ja nicht gegen die Wand schieben. Ist immer ein bisschen doof. Ist immer ein bisschen doof hier. Aber hier kommt auf jeden Fall ein anderer Nachttisch hin. Das nehme ich dann hier. Sowas irgendwie mal versuchen. Sieht eigentlich auch nicht so billig aus. Nur die Motive gefallen mir nicht. Was haben wir hier denn für Motive? Ach, die Motive bleiben. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Denn man kann hier immer so viele Sachen machen, aber nichts gefällt mir so richtig. Ich bin da wie eine Frau. Immer sehr unentschlossen. Soll ich bei dem Lila bleiben? Ich meine, Lila würde ja auch sehr gut zu einem Jungen passen. Ich finde jetzt Lila nicht irgendwie zu weiblich. Was haben wir hier drin noch alles Schönes? Ja, sowas hier wäre halt die Standardvariante. Kann ich denn den Stern hier hinsetzen? Nee, der Stern fliegt anscheinend raus. Der ist zu groß. Der ist definitiv zu groß. Wir packen ihn mal ins Inventar, denn davon habe ich nur einen. Den Fernseher behalten wir, den Teddybären behalten wir. Das behalten wir. Die Lampe, die kommt weg. Die ist mir auch ein bisschen zu girly. Will ich ganz gerne eine andere. Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Lampen, Moment. Lampen allgemein. Lampen. Ich meinte Lampen eigentlich allgemein. Habe ich nicht Lampen allgemein? Lampenpaare. Das wäre eigentlich auch ganz cool. So eine Lampe hier oben übers Bett. Die hat irgendwie was, oder? Ich muss sagen, die hat irgendwie was. Wir lassen sie in der Farbe hier. Die ist schon irgendwie cool. So eine Lampe hätte ich auch ganz gern überm Bett. Schon irgendwie cool. Für die Decke fehlt aber eine. Ich will auf jeden Fall eine für die Decke nehmen. Und hier ist die Auswahl auch wieder sehr, sehr mager. Deswegen nehmen wir hier wieder so ein Standardding. So.
So. Gut, das Bild ist in Ordnung. Die Lampe hier oben ist in Ordnung. Die Seite lasse ich hier mal so ein bisschen clean. Dann haben wir hier ein Doppelbett für die beiden. Den Bären lasse ich, so als Kindheitserinnerung. Ich finde, so ein Teddybär sollte jeder haben. Ist eigentlich ganz schön, sowas. Ja, das neue Wohnzimmer. Hier fehlt eigentlich ein Gemälde. Haben wir denn irgendwas Schönes? Bei den Bildern. Da sieht ja die Auswahl auch immer nicht so gut aus. Aber es muss irgendwas sein, wo so ein bisschen mehr nach Geld aussieht. Irgendwie so in die Richtung hier. Auch wieder dämlich, dass es jetzt hier unten... Ah, so geht's. Ja, wenn dann sowas. Moment. Lassen wir so dunkel. Der dunkle Rahmen sieht eigentlich ganz gut aus. Zu dieser hellen Wand. Gut. Jetzt hier noch ein bisschen Deko. Eine Urne ist ein bisschen zu düster. VIP-Eimer. Saufen vor dem Fernseher. Das neue Motto. Na gut, ein VIP-Eimer. Warum nicht? Warum nicht? Und dich hier. Dich hier. Ach nee. Kannst weg. Kann man das Ding hier nicht verkaufen? Nee. Schade. Die Urne von Ricky Bobby, der Verstorbene. Der Fernseher, gut, weg. Ich meine, kann ich immer wiederholen. Die Lampen hier behalten wir mal. Das Buschmesser des Lichtes. Was ist denn das hier für ein Ding? Das sieht ja aus. Ist eigentlich eher sowas für ein Labor oder ein Badezimmer. Apropos Labor. Hier kann ich ja endlich mal diesen coolen Stuhl hinstellen. Genau den hier. Den will ich hierfür. In Rot. Elegant Rot. Kann ich jetzt eigentlich auch diese coole Tür holen? Türen. Ich will ja immer noch diese Büchertür. Die hier. Nee, kann ich nicht. Was brauche ich hierfür? Autor. Moment, wir hatten doch noch irgend so eine andere Variante. Geheimagent. Hier drüben. Doch, die geht's. Die geht's. Warte, Moment. What? So rum. Hey, das ist so cool, das Ding, oder? Ich finde sowas cool. Denn jetzt haben wir hier auch den Balkon. Hey, das ist richtig cool, sowas. Also mittlerweile haben wir sehr viele Sachen. Es wird Zeit, dass wir auf jeden Fall die nächste Etage machen. Weil hier bin ich langsam durch. Alles steht voll und ich will auch nicht alles irgendwie zu voll machen. Yo. So, wieder einige Dinge hier umgebaut. Wir haben einen neuen großen Fernseher, obwohl ich nicht ganz so zufrieden bin. Ich weiß nicht. Irgendwie will ich das Ganze noch ein bisschen anders designen. Das hier ist Gammel. Wann muss sie arbeiten gehen? Was muss sie denn machen? Sie wurde nämlich auch hier schon wieder befördert. Also, wir brauchen die Schelmfähigkeit. Die Fitnessfähigkeit. Wir müssen nicht arbeiten gehen. Und Miguel hat eben gerade die Gartenfähigkeit bekommen. Keine Ahnung wieso, aber Fitness machen wir hier oben. Ein wenig Ausdauerlauf für Bella, damit sie auch wirklich immer schön in Form bleibt. Miguel, was machst du denn? Warst du hier draußen bei der Pflanze? Kann es doch sein, dass sie irgendwas mit der Gartenfähigkeit anstellt. Denn sonst ist ja hier draußen nichts. Geh mal hin. Aber sei vorsichtig, Junge. Sei absolut vorsichtig. Und? Also wenn minimal. Weil eben gerade war sie ja ganz kurz grün. Gut, Junge. Ganz gut. Ja, braves Küchen. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Kinder wieder von der Schule kommen. Sie geht zur Arbeit? Nee, sie geht auch hier drüben hin. Jeder mag diese Pflanze. Wir nennen sie Milka. Können wir sie vielleicht umfärben? Ich weiß, dass wir sie umstellen können. Was wäre denn, wenn ich die... Ah, geht gar nicht. Das wäre cool, wenn ich die hier hinstellen könnte und sie würde Passanten fressen. Dann hätte sie einen Sinn. Kann man nicht umfärben? Nee. Wäre cool gewesen. So hätte ich sie ganz lila gemacht. Oh! Level 10 in der Videospielfähigkeit. Bekomme ich irgendeine Belohnung? Oh, schauen wir mal. An die Pinnwand. Also...
In allen Foren werde ich in den höchsten Tönen gelobt. Es war gut, aber irgendwie bekomme ich anscheinend nichts Neues dazu. Irgendwas stinkt hier und wir müssen hier drüben... Ach, der ist immer noch am Werkeln. Die Upgrades dauern ewig. Unwohl. Tja, Baby. Da musst du durch. Da musst du durch. Aber im Grunde könnte hier Kies ein bisschen mithelfen. Denn der soll ja auch immerhin besser werden in der Weltraumfähigkeit. Wie heißt die denn nochmal? Raumfahrt? Raumfahrttechnik? Raumfahrttechnik? Ja. Die Kids sind wieder hier. Machen wir sie ein bisschen älter. Und du, Vanessa, mein hübsches Kind, kannst hier ein bisschen reparieren. Ricardo, Bobby, was machen wir mit dir? Wichtiger Anruf, von wo? Von hier drüben. Und schon wieder verpasst. Die Anrufe, die Dinger verpasse ich jedes Mal. Richtig schlimm mit mir. Was müssen wir denn bei ihr machen? Level 9 für die Comedy-Fähigkeit, Charisma, 2 lange Auftritte geben. Haben wir denn einen? Ich glaube nicht. Ich muss erstmal einen schreiben. Da müssen wir wieder in den Club gehen. Na, räum das mal hier weg. So, rein damit. Auch das hier weg, 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 weg. Ansehen. Emotionen aktivieren. Das Ding kann sogar was. Okay, probieren wir es. Können wir uns betrinken? Und jetzt sind wir verliebt. Oder zumindest in der richtigen Stimmung. Okay, wenn wir mal Liebe machen wollen, ja, dann müssen wir einfach nur hier hingehen. Und den Kübel anschauen und schon sind wir in der richtigen Stimmung. Ach, hier kann er gar nicht mithelfen. Schade irgendwie. Die Upgrades kann nur einer bauen und wir sind gleich durch. Der Mann da draußen arbeitet sich wieder zu Tode. Das ist eine andere Generation. Das ist die zweite Weltkriegsgeneration. Die braucht wenig Essen und arbeitet immer noch bis ans Limit und kann danach noch Sex haben. Sowas können nur die. Unwohl wegen Mikrowellenessen. Gut, Geburtstag. Ich wollte ja noch den Geburtstag hier einleiten. Und zwar kochen und dann hier drüben nehmen wir den Schokokuchen. Schoko mag doch eigentlich jeder. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht, aber es wäre ganz cool. Komm schon, hau den Kuchen raus, setz die Kerzen drauf und dann machen wir Ricky Bobby zum jungen Erwachsenen. Denn ich will unbedingt mein Geisterbaby. Das will ich unbedingt. Von der Idee kann mich niemand abbringen. So, Kerzen. Ricky. Es geht nicht. Es geht nicht. Leider. Leider geht es nicht. Nein. Mist. Und einen Geburtstag kann ich auch nicht werfen. Okay, im Grunde habe ich ja nur eine Option. Wir müssen sie editieren und dann zu jungen Erwachsenen machen und dann halt direkt die beiden in die Kiste und los geht's mit dem Geisterbaby. Eine andere Idee hätte ich hier nicht. Aber, damit wir hier den ganzen Tag nicht komplett verschwenden, machen wir jetzt hier noch eine Odyssee ins Weltall. Los, Kies. Bring uns was Schönes mit. Viel Glück, Soldat. Auf Wiedersehen. Was, Umzugstag? Okay, klar, warum nicht? Die Mixerfähigkeit Level 5. Was für ein Schrott. Und schon komme ich wieder zu Hause zurück. Ich hatte ja keine andere Wahl. Hast du irgendwas Gutes wenigstens mitgenommen, Kies? Hast du irgendwas für uns? Noch sieht man hier drin nichts. Aber normalerweise müssten wir jetzt gleich zurückkommen, oder? Ich denke mal, wenn wir die Fähigkeit ein bisschen höher kriegen, dann werden wir bessere Missionen bekommen im Weltraum. Und wenn wir natürlich auch die Rakete verbessern dementsprechend, wird das Ganze auch ein bisschen besser laufen. Oh, der alte Mann stinkt wieder. Miguel, verzieh dich. Gary muss hier unbedingt pullern gehen. Du darfst hier sein. Du darfst mir zuschauen. Nein? Nicht mal deine Geliebte?
Warum, Gary? Warum? Jetzt setz dich schon hin. Setz dich hier schon auf den Pott. Dann gehst du hier mal erfrischend duschen. Und dann nimmst du dir hier ein Stück. So, Kies ist wieder hier und wir sind müde. Haben nichts bekommen, machen aber dennoch noch eine Runde. Weil ich will irgendwas mal mitnehmen. Wir haben ja hier draußen den riesigen Brocken hier. Was macht die Kuh? Verloren im Nebel. Meine Instrumente spielen verrückt. Und meine Rakete wird in ein violettes Licht getaucht. Wir kämpfen uns durch. Was macht die denn hier? Ein goldener Planet. Kies schwebt durch die Wolke. Versucht sie hier Kinder anzulocken? Okay, die Kuhpflanze will Kinder mit Kuchen anlocken und sie dann vergewaltigen. Oh, 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 ich habe irgendwas gefunden. Das einen Sims Müll ist für Keystro ein Schatz. Yes, guck mal hier. Eine lebendige blaue Schnecke. What? Wow, heilige Mutter. Verflucht noch eins. Du wolltest Gary fressen, du Monster, du. Die wollte einfach Gary fressen. Ihr habt's alle gesehen. Du Schwein. Lass mein Gary in Ruhe. Der war hungrig und wollte sich einen Kuchen nehmen. Ach du Scheiße. Oh Mann, es ging gerade nochmal gut. Ich dachte eben gerade, der wäre weg. Moment, ist der Kuchen Müll? Nee, der Kuchen ist gut. Gut. Der Kuchen ist gut. Ja, gut. Immer noch gut. Wir stinken nur. Ich dachte eben gerade, weißt du, weil grüne Wolke da oben drüber. Nee, der Kuchen ist immer noch lecker. Also, Moment, meine Beute. Wir haben hier so einen gewöhnlichen Stein wieder gefunden. Aber hier, ungewöhnlich, lebendiger pinker Wal. Ein Wal habe ich gefunden und eine Schnecke. Ich würde sagen, geil. Dann landen wir mal und bringen die Dinger nach oben in unser Labor, was auch immer. Irgendwas ist kaputt. Das hier. Reparieren bitte, reparieren. Ja komm schon, wir brauchen ja richtig lange, um hier wieder zurückzukommen. Da sind wir und wir gehen mal hier hin und danach darfst du schlafen gehen. Ehrenwort, versprochen. So. Stopp, Moment, mein Inventar, wir machen hier mal Pause. Ja, der hier. Den stellen wir mal hier hin und dich stellen wir mal hier hin. Jetzt gehen wir mal hier rein und räumen hier ein wenig um. Ja, erstmal weg damit. Warum kann man die Dinger hier nur so dämlich hinstellen? Okay, was haben wir hier? Ich glaube, der Wal ist tot. Aber der Schnecke geht's gut. Können die irgendwas? Wow, die Augen. Crazy shit. Okay, der Wal ist doch am Leben. Mann, was ich hier alles anschlepp. Hey, warte mal. Warte mal. Kies. Nimm die doch mal mit. Es könnte sein, dass wir die paaren können. Okay, wir haben die beiden. Ah, geht nicht. Verdammt. Das wäre so cool gewesen. Mehret euch. Ich will einen Schneckenwal. Na gut. Geht leider nicht. Wir hauen uns in die Federn. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und tschüss!